Sally. Heute auch wieder eine Bunga-Tour auf Sonntag. Und zwar Saalfalzkreis. Der Bunga, wo ich schon die ganze Zeit suche tun. Und stehen jetzt hier mitten im Wald auf einem Plateau. Ja. Wir werden den jetzt mal suchen gehen. Das soll ja sehr versteckt sein. Und denke, dass ich ihn heute eventuell finde. So, wir sind oben auf dem Plateau, auf dem Übersten angekommen. Und wir gehen jetzt da hinten raus. Über diesen Hügel. Und dann schauen wir mal hinten in der Waldgruppe. Bis später. Aber Satellitenschüssel hänge. Aber Satellitenschüssel hinter am Baum hänge. Vielleicht war das doch mal so ein Gartenholz hier. Oder vielleicht hat da auch mal einer schon gewohnt. Oh Jesus. Hexenhaus. So, wir haben das Bunga-Teil gefunden. Hier. Da werden wir jetzt mal den Deckel aufmachen. So doch nicht. Weiß ich schon mal nicht schlicht. Ja, jetzt habe ich mal abgeschnitten. Grundwasser.
Immer vorher immer eine Runde gucken. Nee, das bewegt sich. Da sind vorne keine Sicherungen drin. Theoretisch dürfte Strom vorne dosen, schätze ich. Das ist ein Tier da. Trinken. Na, dann mal Hundendurst. Ich hatte da mal die Elektrik neu gemacht, aber sicher jeder hat es abgeschnitten. Ist wirklich noch gut erhalten. Sehr gut sogar.
sehr gut erhalten. Fliesenboden. Mischen nehme ich woher. Es geht noch weiter, es ist doch eine Etage neben dran. Denk doch was wieder davor. Da hinten. Da warten wir aber auch von der anderen Seite. Ja, da waren wir eben von der Seite. So, jetzt haben wir den einen Bunker, wo ich gesucht habe, im Saar-Pfalz-Kreis gefunden. Und gleich nebenan ist der große Wasserbunker. Hier. Der werden wir jetzt auch noch gerade besichtigen gehen. War dann völlig weiß. Im Lauf der Wohnung bestimmt 80 Eichenstämme. Geht mit dem Wasser. Heilige Scheiße. Das ist mir alles so. Hochwasser.
Kommst du mit dran? Lacht mal nicht, hu. Komm mal leider nicht rein. Steht zu viel Wasser. Da, Schuh dicht. Ah, oh, Teeglas. Dein Vater ist drin. Mit Arne. Es wird nass im Schuh. Nee, kann man nicht weiter rennen. Ist alles voll Wasser. Wie man sieht. Ach, nee. So, Schuhe sind sauber und feucht innen drin. Was kommst du da war irgendwo Beton. Wer soll leider manchmal Bäume? So leider Baum. Was ein Loch, Alter, ne? Nee, doch so ist kein Baum. So, ab. Ist auch groß, der da. Das gefällt mir. So, jetzt muss ich ja auch noch da durch. Ich habe gedacht, wenn ich schnell renne, ist gut. Naja, kleine Einblicke mit nasse Füße. Immer noch oben drauf. Okay. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tour neigt sich dem Ende. Wenn jetzt noch was Kleines essen und dann nach Hause fahren. Ja, das war's dann für heute. Ciao, ciao Leute.